Hallöchen, meine Lieben. Ich melde mich aus dem Auto bei euch. Wie ihr sehen könnt, ich sitze hier in der Mitte, mal wieder im Kleinen. Und wir sind auf dem Weg zum IKEA mit der gesamten Mannschaft. Also wir sind zu siebt unterwegs. Wir wollen uns nämlich ein Hochbett anschauen, was wir im Internet gefunden haben bei IKEA für die Lara und für die Luisa. Also mal schauen. Vielleicht wird es dann eine kleine Veränderung im Mädelszimmer geben, weil die schlafen da so ungern drinnen und irgendwie habe ich mir Gedanken gemacht, vielleicht eine Veränderung, vielleicht ein bisschen mehr Platz schaffen, was umzustellen. Aber das ist sehr schwer im Mädelszimmer, aber ein Hochbett würde da eventuell ein bisschen mehr Platz schaffen. Und mal schauen, der Papa ist nicht so begeistert vom Thema Hochbett. Wir hatten schon mal eins, Michelle hatte eins, der Papa fand ich fand es damals cool, aber der Papa meint nie. Aber vielleicht kann ich ihn ja trotzdem überzeugen. Mal schauen. Ja, wir werden uns einen schönen Nachmittag beim IKEA machen. Sonst ist nicht wirklich viel passiert. Seitdem wir aus Stuttgart zurück sind, haben wir ja, viel gearbeitet. Der Papa, wie immer bei seinen Hühlervorführungen, der macht das ja jetzt hauptsächlich, also der sehr zu Leuten nach Hause fährt und den Hühner dort zeigt, das habe ich eh schon öfter gesagt. Und ja, ich habe viel am Computer gearbeitet und so Haushaltwäsche, dies, das, was halt eh immer so ansteht. Jetzt nehmen wir euch mal heute durch den Tag ein bisschen mit zum IKEA und sehen uns dann alle dort. Schaut euch mal das an, das ist richtige Sister Love. Ist sie schwer? Nein, geht. Ah, easy cheesy. Sie kann sich an mich festhalten, dann ist sie nicht so schwer wie Philipp. Achso. Hier ist der kleine Philipp. Die Männer sind da hinten. Wie wär's, wenn du die Luisa hältst, der arme Michelle? Papa hat Bandschein. Ah ja, Papa hat Bandschein. Der Vater. So, wir sind jetzt beim IKEA und die Kinder wollen auf jeden Fall zuerst was essen. Eigentlich. Ich bin nicht so hungrig, aber der ist wahrscheinlich auch was Kleines. Ein Snack. Kinder teilen sich schon das Ganze auf. Wir haben so ein richtig großes Angebot erwischt mit 30 Essen-Likör Cola. Und die Kinder teilen sich das gerade. Das habe ich mir genommen. Lachs mit einem Kartoffel-Dings da. Ich weiß nicht, wie das heißt mit Brokkoli. Auf jeden Fall mega lecker. Die Luisa hat Schnitzel und der Papa auch. Gell? Ja, gibt es schon Modelle für Corona-Büros. Hier hast du Trennwand, hier hast du Plexiglas. Also für Kunden. Oh mein Gott, überall Corona. So, wir schauen jetzt nach den Hochbetten. Ich frage mich gerade, warum so viel los ist. Keine Ahnung. Nur ich und der Mann sind übergeblieben, alle anderen sind davon gelaufen. Schnell, 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 schnell. Da sind sie. Papa, warte! Die Luisa hat sich schon ein Kuscheltier geschnappt. Willst du hier bleiben, oder? Bleibst du jetzt hier, oder was? Ja, das meinst du jetzt. Das ist eine Wohnung für einen Junggesellen. Couch. Gibt es auch eine Küche? Oben ist die Bücherei. Für so einen Wiener Altbau? Aber oh, das würde mich voll erdrücken. Das ist so winzig klein, oder? Hallo, Bau. Reden wir über Wiener Altbau oder such mein Bett? So ein geistiger Rat. Siehst du die mit den Goschel oder was? Das ist die Frau mit dem Goschel. Du
Schatzelein, was ist das mit dir? Bist du ungeduldig oder was? Ich habe Tomatensuppe gegessen, du weißt ja. Das ist eine mega wichtige Information. Das Bett, das wir eigentlich gesucht haben, das ist nicht ausgestellt und es ist schon ausverkauft. Und jetzt haben wir uns vielleicht dieses hier. Gefällt es dir? Lara, gefällt dir das Bett? Na bitte, wir schlafen es nicht. Lass sie mal kurz ausziehen. Sie hat sie ausgeschlossen. Lisa, würdest du da schlafen, da unten? Ja, aber ich meine nur, wenn wir das kaufen. Gefällt dir das Bett, Lara? Ich habe irgendwas gehört von ausziehen. Was ausziehen? Die Lisa will ihre Schuhe ausziehen. Und wo denn? Lara? Was machst du jetzt hier? Ja. Willst du da rauf? Ja. Da habt ihr immer Probe liegen. Da oder oben? Na, du schläfst oben, oder Lara? Ja. Wieder geht rauf. Na, darf man nicht rauf, das ist ja verboten. Würde das dir hier gefallen? Und Lisa, probier mal unten liegen. Du schläfst unten. Ja, schläfst da oben. Ja. Du musst mal schauen. Würde euch so ein Bett gefallen? Wie magst du da liegen? Genau. Ich muss Schule machen. Danke. Ich danke dir für deine Unterstützung, dass wir uns hier ein Bett anschauen. Der Papa ist in einer Video-Online-Konferenz. Das ist mein Du bist so nervig, Mister. Schichtleiter. Du bist nicht zu Hause. Das ist mein Schichtleiter. Und das ist von der Personalabteilung. Mama, du bist ja nicht zu Hause. Ja, ja. Wie alt bist du? Aber Eishockey. Ja, das lese ich hin, wenn ich Mittagspause mache. Wenn du eigentlich mit einem Kind verheiratet bist, schaut das dann ungefähr so aus. Papa, Mama, ich habe Hunger. Das ist ein Ding, so eine Lampe. Ich will das nicht. Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute ist Samstag und ich sitze hier im Auto mit Lara, Michelle, Luisa und Philipp. Wir fahren jetzt gerade zu meiner besten Freundin nach Hause. Der Papa und der Patrick sitzen im anderen Auto, weil wir meiner Freundin ihren Hühler bringen. Die hat sich nämlich einen Hühler bei uns gekauft und der Papa hat ihn damals aus Stuttgart, also auch von der Zentrale gleich mitgenommen. Und deswegen ging sich das jetzt im Auto nicht aus, weil der Papa möchte meiner Freundin auch gleich eine richtige Vorführung geben. Also deswegen haben wir unseren Hühler dabei, ihren Hühler, und das sind große Pakete. Das wäre sich im Auto nicht ausgegangen. Ja, und nicht wundern, warum ich während der Fahrt vlogge. Ich bin gerade auf der Autobahn und es ist so krass Stau. Es war wahrscheinlich irgendein Unfall oder so, weil der Papa, der ist schon da vorne. Und außerdem, dass wir den Hühler zu unseren Freunden fahren, abgesehen davon gehen wir auch noch schick essen. Schick auf jeden Fall zum Griechen, was essen und ein bisschen plaudern. So, die Familie ist jetzt komplett. Papa hat jetzt noch schnell die Hühlers ausgepackt. Unseren Hühler. Hier ist der Papa. Unseren Hühler. Wer nimmt was? Habt ihr schon alles eingeteilt? Der Papa nimmt die zwei Hühlers, ich nehme die Kiste. Der Papa nimmt die zwei Hühlers? Schaffst du wieder die Auto zu? Ah! Dann kann man da. Nein, der ist nicht schwer. Der ist voll leicht. Das wäre leichter als diese Woche. Mama! Ja? Geh mal. So. Bitte, das ist ja kein Spielzeug. Ja, bitte vorsichtig damit umgehen, ja, Kinder? So, Michael, du nimmst den Nimbus. Was nehme ich? Soll ich was nehmen? So, Hühler ist eingezogen bei meiner Freundin. Und Papa hat jetzt eine Vorführung gemacht. Jetzt gehen wir mal essen. Das musst du nehmen, Schätze, das ist sauschwer. Ich bin schon gewohnt. Heute ist Sonntag bei uns, es ist schon recht spät, wir haben jetzt aktuell so 16:30.
Wir haben uns den ganzen Vormittag einfach nur entspannt sozusagen. Wir sind recht spät aufgewacht heute. Und dann haben wir gemütlich gefrühstückt oder gebruncht. Papa hat die Fenster zugemacht. Warum? Weil es so zieht, Schatz. Und jetzt sind wir kurz noch alle. Kannst du der Luisa nochmal das Fenster aufmachen ein bisschen, weil sonst springt sie rum. Auf jeden Fall ist die ganze Familie mit hier. Wir fahren ein bisschen spazieren. Also wir fahren an die Donau. Wir haben die Welpen dabei und gehen ein bisschen spazieren. Wir haben auch Roller dabei, ein Skateboard. Und ja, wir werden uns halt unsere Beine ein bisschen vertreten, weil wir jetzt den ganzen Tag nichts gemacht haben. Und aber der Papa kann nur gehen. Der Papa kann nur gehen? Ja. Darf er nicht mit deinem Roller fahren? Der Papa ist groß. Papa ist groß. Ich bin klein und Lara ist groß. Lara ist groß und du bist klein. Und dann ist er auch groß und dann ist er auch groß und dann ist er auch groß. Und ich bin klein. Ja. Und dann ist Marlene auch klein. Ja. Auf jeden Fall gehen wir ein bisschen spazieren an der Donau und danach vielleicht Eis essen. Ui, jetzt riecht noch sehr tap, Kaka. So, wir sind schon angekommen. Es war eine kurze Fahrt von 10 Minuten, oder? Ja, aber angenehm. Sehr angenehm. Nee, wir wollten eh nicht so weit weg fahren. Auf jeden Fall, hier ist die Donau. Und hier sind Bella und Lucy mit Papa. Bisschen mal was für die Welpen, auch mal was anderes. Haben wir schon mal einen Ausflug mit den Welpen gemacht? Nein, eigentlich nicht. Naja, Steiermark waren die. Alleine, quasi. Wir haben Urlaub gemacht. Ja. Alles gut? Das sind die Mäuse. Langsam fahren. Papa, da ist ein Sessel. Ja, da kann man sich hinsetzen. Nein, aber ein richtiger Sessel. Ach so, ja, das. Ja. Da haben auch schon mal öfter Leute grillen gesehen, oder? Ja. Oder es sind Picknicken. Da hat sich durchgesneakt, hä? Aha. Ja. Schau, das. Wie ein Sessel aus unserem Garten. Hat er auch einen Sessel mitgekommen? Da kann man auch hergehen, oder? Ja. Aber da kann man auch hergehen. Ja. Dann gibt es hier ein. Was sind diese Ratten hier? Wasserratten. Kannst du einen Fisch fangen, bitte? Du hast jetzt schon Hunger, Papa, oder? Ja. Schau mit die Bilder. Die beiden wollen irgendwie da rein. Aber zu Hause, also die Lucy ist schon eine Wasserratte, die geht zu Hause immer in Muschel schwimmen, aber die Bella, die nicht so, aber hier plötzlich. Die Bella würde schon gehen, aber wenn sie unter den Pfoten nichts mehr fühlt, dann hat sie. Ist ein bisschen gruselig, ja? Ich gebe vom Kopf bis Fuß. Danke, Lara, für diesen Kopf, Ohrwurm. Ja, mein Gott, ich habe die Bella gestern. Ich habe eine Muschel. Hier sind mehrere Muscheln. Was? Ja. Wir sind nicht am Meer. Aber da gibt's auch. Auch für mich und für die Lara einen Blumenstrauß gepflückt und den Stock habe ich gefunden für die Hunde. Aber die Hunde wollen jetzt nicht spielen, deswegen weg mit dem Stock. Na komm, Schätzelein. Wir sind jetzt zu Hause angekommen und der Papa hat sich gleich hier zum Schnitzelbraten ausgerüstet. Wir sind nämlich alle richtig hungrig, also richtig, richtig hungrig. Wir haben jetzt die Hunde mal gefüttert, die Welpen waren so hungrig. Also spazieren aber war. Richtig hungrig. Aber richtig hungrig. Das Spazieren hat uns echt gut getan. Auf jeden Fall macht er aber gerade Schnitzel und ich werde jetzt einen Salat machen und auch Kartoffeln. Wollt ihr für Püree oder Pommes? Was? Püree, okay. Dann schäle ich noch Kartoffeln für Püree. Der Patrick hat aber den Kleinen und die Michelle macht gerade Geschichte da. Die Familie ist hungrig, also das muss es jetzt zack, zack gehen. Ich hatte gerade die Idee, vielleicht gibt es auch ein gutes Rezept. Ich glaube, die Linde ist ein bisschen schmutzig. Schaut so verschwommen aus. Auf jeden Fall, vielleicht gibt es ein gutes Rezept im Thermomix-Püree.
muss es wahrscheinlich geben, oder? Das gibt alles in Thermomix. Ja, was gibt's nicht in Thermomix? Also gut, Pü. Re. Da steht Erdäpfelpüree wie handgestampft. Das nehmen wir, oder? Ja. Für Portionen? Hast du Bock, weil du mir ein Bier aus dem Kühlschrank kriegst? Nur wenn du Bock hast. Dankeschön. 6 Portionen steht hier. Passt, oder? Ja. Mit Kartoffelpüree. Da ist der Kleine auch ein bisschen mit. Und ja, wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Der Papa macht noch nicht die Schränke sauber. Und dann werden wir essen und uns ja, von unserem Vlog hiermit verabschieden. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Papa mit ganz subtiler. Machst du Philips Werbung? Was soll ich machen? Der Kleine ist hungrig, deswegen. Tschüss, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.